dann wollen wir mal anfangen. Wir werden mein eigenes Handyspiel antesten. Ich habe jetzt die PC-Version, die noch in Arbeit ist, bevor wir reingehen und ein bisschen zocken, ein paar Sachen sagen. Erstens, erspart mir die Kommentare wie, dafür gebe ich keine 5 Euro aus. Wenn jemand Bock auf das Spiel hat und bereit ist, 5 Euro zu investieren, dann macht er das. Wer darauf keinen Bock hat, dann macht er das halt nicht. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, es gibt nichts, was Pay-to-Win ist. Man kann sich alles durchs Erspielen freischalten. Es gibt keine Ingame-Käufe und es gibt keine Werbung. Wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, sind die 5 Euro nicht weggeschmissen. Es wird neuer Content kommen und da bin ich auch mit den Entwicklern schon am Quatschen. In meinem Kopf schweren Gedanken wie Level, die gar nichts mehr damit zu tun haben, Kaido zu befreien, sondern Level, wo es darum geht, Bestzeiten aufzustellen, die monatlich alle 2 Monate dann auf 0 zurückgesetzt werden oder neuer Content kommt und die Leute, die die Bestzeit haben, weil sie das Level am schnellsten geschafft haben, haben die Möglichkeit, einen 100-Euro-Gutschein zu gewinnen, einen 200-Euro-Gutschein. Da sind wir gerade am Überlegen. Jetzt ist erstmal das Spiel am Start, aber es wird kein Spiel sein, was nach einer Woche tot ist oder nach 2 Wochen. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, Onkel Heisenberg ist am Start, Ehrenbruder Mehmet ist am Start und ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, weil es hier unter ist. Ach, perfekt, Digga. Und ihr seht, hinter meiner Facecam ist sogar ein kleiner Slot-Automat für ein paar extra Umdrehungen. Das heißt, also eins kann ich euch sagen, das Spiel ist 100% Monte. Natürlich hat man hier verschiedene Ausrüstungen, die man sich freispielen kann und die geben unterschiedliche Schutzfunktionen. Also je besser, desto mehr Schutz habt ihr. Egal ob Cap, Hose, Schuhe, selbst die Uhr gibt mehr Schutz. Das heißt, man kann ein bisschen mehr Schaden einstecken. Hier sind wir jetzt beispielsweise, gibt es die klassische Rolex. Das goldene Armband gibt es auch. Hier haben wir jetzt den 540 Gramm Sipodi. Auf ganz entspannt. Den gibt es natürlich aber auch nochmal in Camouflage. Auf ganz lecker Schmecker. Oh, das sieht doch fresh aus. Fresh, so ist es. Wir haben hier ganz verschiedene Waffen. Ihr seht ja auch die Statistiken, die natürlich unterschiedlich viel Schaden machen. Die Schrotflinte ist sehr stark. Hier haben wir jetzt den Revolver beispielsweise. Es gibt sehr, sehr heftige Waffen. Aber die ganzen Sachen, die euch natürlich verbessern, mehr Leben, bessere Waffen, mehr Schaden von den Waffen, das kann man sich nicht kaufen mit Geld, sondern das kann man sich nur durch Erspielen freischalten. So muss es sein, finde ich. So, dann gehen wir mal rein hier in den Aal. Es gibt 10 Stockwerke. Jedes Stockwerk hat ein anderes Thema. Hier müssen wir jetzt im ersten Level schalte 5 Reporter aus. Kommen nicht unter 20% Leben. Das sind die Aufgaben, wofür wir extra Belohnung bekommen. Let's go. Rein in die Olga. Yippie. Zack, zack. Wo schieße ich nochmal ganz kurz? Ich habe die PC-Version hier. Ah, Bruder. Ja, moin. Ja, moin, Bruder. Wo schieße ich denn? Ah, da. So, gut, okay. Let's go. Und auch in dem gesamten Spiel gibt es immer wieder Sprüche vom Onkel Monte, die ich eingesprochen habe. Einige hatten schon gesagt, die Qualität der Sprüche, also hört sich ein bisschen anders an. Also nicht 100% gut. Da bin ich auch bei euch. Das Problem war, diese Aufnahmen wollten wir genau in der Zeit tätigen. Wollten wir genau tätigen in der Corona-Zeit. Da war es extrem schwer, ein Tonstudio zu mieten etc. mit ganz vielen komischen Auflagen. Und am Ende hat es dann leider nicht geklappt. Und ich habe es hier zu Hause eingesprochen. Oder ich bin einfach schon super schlecht in meinem eigenen Stelle. Ist das, Digga. Komm. Easy peasy, Bruder, der Profi. Bruder, Werbefreundlichkeit und so, was ist da los? Yippie. Guck mal, wie der aussieht von RTL, Digga. Oh nein! Oh, Bruder, das sieht hier kritisch aus. Gut, richtig. Oh, ey, hab mir in den Kopf fast ein Ding gehauen. Mann, ich bin selber schon scheiße in dem Spiel, Digga. So, aha. Wichtig und richtig. So. Geschafft. Bam! Moneten kneten. Und so schaltet man halt die Münzen frei, um dann auch eventuell mal eine 50er-Umdrehung zu machen. Ich habe beide Aufgaben gelöst. Bin ich unter 20% Leben gekommen und habe das erste Level erfolgreich abgeschlossen. Und glaubt es mir, es sah relativ easy aus. Und es ist auch easy, es ist das erste Level. Aber glaubt es mir, es wird noch viel, viel schwieriger. Let's go, zweites Level. Rein in die Olga. Guck mal, wer da oben ist. Seht ihr das? Da ist Kaido gefangen. Geil. Digga, wo schieße ich denn nochmal, Mann? Digga, bin ich doof? Ah, da. Sorry. Wir sind die Allerechten. Die Allerechten, Digga. Ah! Oh, ich bin so unfähig. Und solltet ihr irgendwelche Fehler in dem Spiel haben, irgendwelche Bugs, dann könnt ihr gerne, jetzt geht's ab. Dass der Seite, also der offiziellen Seite... Besser Scheiß ist das. RTL-Reporter, komm mal her hier. Und da haben wir wieder ein paar Münzen. Wo sind die Kinder, die hinterherlaufen für ein Selfie? Erstmal nochmal ins Casino, Bruder. Gönn noch mal jetzt, Mann. Stream-Sniper fehlen noch. Ah, die Story ist schon so gut, Digga. Oh ja, oh! Wäre nie schlecht. Bruder, gönn!
Schmutz. Hose, na gut, ist mehr Leben, alles gut. Umgehung, Digga. Yippie, Alter. Gönn nochmal. Oh! Neues Equipment wäre nie schlecht. Gönn. Eine Waffe. Okay, neue Tarnung fürs Gesicht, gibt auch wieder extra. So, weiter geht's. Schalte 5 Reporter aus, kommen nicht unter 30% Leben. Jalla. Also wir sind hier immer noch im Level Nummer 1, wo es um die RTL-Reporter geht. Wir sind halt aber auf Stufe 4. Oh, die Munition, Bruder! Und ich glaube, was war die Aufgabe? Scheiße, ey, Mann! Jetzt geht's ab! Voila, ich knall euch alle ab! Wichtig! Bruder, ich bin ein richtiger Profi, Mann, Spiel. Big Mac, dann den einfach weg. Big Mac, selbst du bist in dem Handyspiel. Was hältst du davon, hä? Wo bleibt mein Anteil? Bruder, kommt monatlich und heißt Lohn. Okay. Wieder 200, 2 Aufgaben gelöst. Und so farbt man halt die Münzen, die man dann entweder am Slot-Automat verballert oder Kisten direkt kauft. Rein in die Olga! Steuern sind cool. Was muss ich denn jetzt machen? Ich knack dieses Passwort und deine Ah. Ha. Bruder, da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Technik, einfach nur Schmutz. Ich kann mich nicht dran erinnern, Digga, dass ich diese Soundaufnahme aufgenommen habe mit deiner Mutter. Am Handy ist es schwerer, das glaube ich. Das glaube ich. So eine Schmalzlocke jetzt zu dir. Ah, das ist Mr. Reporter. Du wolltest mir damals kein Interview geben. Das wirst du bereuen. Bam, 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 Baby! Ist nicht du. Zack, easy. Gar kein Problem für Onkel Monte. Gleich bist du fertig. Aha. Und jetzt 3, 2, 1. Lasst euch alle ab. Jawohl! Denk ja nicht, dass du eine Chance hast. Es wartet noch so viel auf dich. Das gibt ordentlich Cash in der Tasche. Ich hoffe, wir haben Glück mit dieser Kiste. Als Belohnung kriegen wir eine Kiste. Fast tot, Brudi. Psst. Hat doch niemand gesehen. Oh ja, eine neue Waffe, Digga. So. Wir haben diese Waffe hier freigeschaltet. Können wir noch verkaufen, Digga. Auf entspannt, weil wir es als Duplikat haben. Die rüsten wir jetzt aus. Ausrüsten. Dann haben wir die Basic-Schuhe. Einmal noch verkaufen. Schalte alle Gegner aus. Kommen nicht unter 20 Leben. Rein in die Olga. So, ich habe hier ein dickes Geschoss. Oha. Ja, Bruder, bin trotzdem absolut schlecht. Ja, moin. Bruder, wie lange brauchen wir zum Nachladen? Yippie. Warte mal. Erst wahrscheinlich für Reload, ne? Er ist aber schon nachgeladen. Sehr gut. Hat er da gerade gerülpst oder was? Eine nachgeladene Waffe ist eine gute. Ja, da hat er voll noch recht, Digga. Imagine schlecht im eigenen Spiel sein. Bis jetzt, Bruder, ganz kurzer Hinweis. Bis jetzt bin ich noch nicht einmal gestorben. Voila, ich knapp euch alle ab. Okay, was willst du jetzt von mir? Ja, Bruder, muss los. Die AK macht auf jeden Fall schon deutlich mehr Schaden als die Pistole. Och, Mann, ey! Komm her jetzt, ja. Richtig. So und nicht anders, Digga. Also, wie gesagt, ich bleib dabei, Digga. Das ist wirklich einfach 100% Monte, Digga. Und das ist das Wichtige und das Richtige, Digga. Ich bin wirklich stolz auf das Spiel. Und man bekommt 100% Monte, Digga. Und das ist mir wichtig und richtig gewesen. 100% Monte in diesem Spiel und nicht irgendeine Scheiße, Digga.